Heute machen wir was Schnelles. Wir machen Pasta mit Zucchini und einer Frühlingszwiebel und Bärlauch. Und was an Zutaten brauche ich? Salz, Pfeffer, Zitrone, Sojasahne und Olivenöl. Für die Nudeln habe ich bereits einen Topf aufgesetzt mit Wasser. Und die Zucchini, die wird jetzt halbiert und dann in Streifen geschnitten. Und den Bärlauch werde ich waschen und fein hacken. Die Zucchini, die habe ich eben halbiert. Und jetzt tue ich sie in Scheiben schneiden. Dazu nehme ich gerade meinen Hobel, da geht es schön schnell. Und die Scheiben sind vor allem alle gleichmäßig. Hier habe ich jetzt die gehobelten Zucchini, die Frühlingszwiebel. Ich habe jetzt da nur eine genommen, ich möchte nicht so arg viel drin haben von den Zwiebeln, weil ja auch noch Bärlauch drin ist. Die schneide ich vom Stiel her, schneide ich sie in feine Streifen, so schräg, bis ich unten bin. Dann tue ich sie halbieren, schneide sie aber nicht ganz durch und dann schneide ich hier noch dann Streifen. So, das kommt dann als Grundlage in die Soße. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, schon mal das Olivenöl erhitzt. Ich werde ihn wegstellen, weil es jetzt fast zu viel war. Und da gibt es das Zucchini rein, das Zwiebel. Und die Liste wird jetzt hier ein paar Minuten an. 2-3 Minuten. Dann wird ein bisschen Gemüsebrühe oder Wasser aufgegossen. Ich gebe jetzt noch Thymian dazu. Ich habe auf dem Balkon immer Thymian angepflanzt. Der ist auch winterfest gewesen. Und wickele ich jetzt hier ab und gebe das noch dazu. Das war jetzt ganz normaler Thymian. Inzwischen habe ich die Nudeln in den Topf getan. Das Wasser hatte gekocht. Die Zucchini, die sind jetzt gut angedünstet. Da gebe ich jetzt 50 Milliliter etwa Wasser dazu. Erstmal wenig. Und da ich keine fertige Gemüsebrühe habe, nehme ich da von der Instant-Gemüsebrühe, von der Bio-Instant-Gemüsebrühe dazu. Mache ich so einen knappen Teelöffel rein, rühre das um. Lasst es einmal aufkochen und dann nochmal so knappe 5 Minuten brädeln, also köcheln. Ich gebe jetzt den Zitronensaft zur Zucchini, da man ja nichts verkommen lassen wolle von der Zitrone, mache ich auch das Zitronenfleisch dazu. Ich habe jetzt von meiner tiefgekühlten Zitrone, das haben wir ja inzwischen, denke ich, alle schon, habe ich jetzt abgerieben. Das ist jetzt nicht nur Zitronenschale, da ist auch vom Fleisch und von den Kernen, da ist also alles drin. Kommt auch noch rein, so ein guter Teelöffel voll war das, oder Esslöffel eher. Ja, was ihr hört, sind die Handwerker. Ich bekomme neue Heizung. Die Nudeln sind inzwischen fertig. Die gieße ich ab. Das sind also, wie gesagt, Kurkuma-Nudeln. Die enthalten viel Protein, sind glutenfrei. Das ist ideal für Allergiker, die kein Gluten vertragen.
Und jetzt muss ich das oben füllen, weil die Nudeln dann zu der Soße kommen. Da habe ich in dem Topf hier habe ich mehr Platz. So. Ich gebe jetzt hier noch die Sahne rein. Sojasahne. So etwa die Hälfte, also so zwei Drittel, so circa 100 Milliliter. Das reicht mir dann. So. Riecht schon richtig lecker. Und dann am Schluss kommt dann noch der Bärlauch dazu. Das köchelt jetzt schon vor sich hin. Jetzt mache ich hier noch den Bärlauch rein. Lass den ganz kurz mit aufkochen. Und jetzt werden mit Salz und Pfeffer noch abgeschmeckt. So. Jetzt erstmal probieren, wie das schmeckt. Und noch ein bisschen Salz. Jetzt kommen die Nudeln rein. Das Ganze wird jetzt schön vermischt und sofort serviert. Beziehungsweise ich habe hier noch ein paar Blätter Basilikum abgerissen vom Strauch. Ich habe ja meistens frisches hier. Das tue ich jetzt gerade mit dem Fingernagel ein bisschen klein rupfen und mache das auch noch mit rein. Kurkuma-Nudeln sind, passt da wunderbar auch Kurkuma dazu, das verwenden wir ja ganz viel in Gerichte. Da mache ich jetzt auch noch so einen halben Teelöffel etwa, habe ich jetzt da noch dazu gegeben. Das Würzen ist immer optional, jeder mag das anders und experimentiert einfach, das mache ich auch. Ich habe manchmal irgendwie so Grundrezepte oder ich habe noch Ideen im Kopf. Und die wandle ich dann halt ab, so wie es für unsere Antikrebsernährung passend ist und auch wie es mir halt schmeckt. So. Jetzt sind wir schon fertig, das kann man jetzt sofort servieren. So, das Gericht ist jetzt fertig und jetzt können wir servieren. Ich war mit dem Salz, obwohl es nach viel ausgesehen hat, aber ich war trotzdem ziemlich vorsichtig, weil lieber nachsalzen, lieber andere Gewürze verwenden. Noch ein bisschen Deko drauf. Ich habe jetzt gerade noch eine kleine Cocktailtomate drauf verteilt, dann sieht es auch noch hübsch aus. Jetzt freue ich mich aufs Essen. Ich habe jetzt einen riesen Hunger und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und ich wünsche euch auch einen guten Appetit, wenn ihr das Gericht dann genießt. Und wenn ihr mehr wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal und ich freue mich auch über einen Daumen hoch oder über einen Kommentar unter dem Video.